schlussendlich ein verdienter Sieg? Ja, ich denke schon. Ich glaube, in der ersten Zeit war ich nicht so ganz parat in der ersten Minute, aber wir sind wieder in den Rückstand gegangen. Das haben wir immer wieder investiert und ja, die Qualität war da und vielleicht in der Zeit wenig Chance gehabt. Aber dann, zweite Halbzeit, haben wir sofort zugelegt und verdient es in der MMDR. Ist es zum wiederholten Mal vorgekommen, dass wir am Anfang ein bisschen überrollt worden sind von einem Gegner, selbst vom Erstligisten? Warum ist das? Ich will es erklären, aber ich denke, das ist Kopfsache, oder? Wir haben uns vorgenommen, hierher zu kommen. Wir sind ja Profis, oder? Wir spielen gegen die zweite Liga Inter. Man muss parat sein von der ersten Minute. Und ja, der Trainer hat uns erwähnt, dass es so ist, dass es nicht so einfach ist, eine zweite Liga zu gewinnen, wenn man nicht parat im Kopf ist, oder? Dann man muss einfach darauf lernen. Das kann nicht immer gut gehen. Ich glaube, heute sind wir in der zweiten Halbzeit belohnt worden mit den Toren. Aber du kannst auch an so Spieler verlieren, wenn du nicht 100% bereit bist. Ja. Deine ersten beiden Goal seit dem letzten Oktober, hast du lange leiden. Gut, du bist verletzt gewesen. Trotzdem, wie wichtig ist das für dich als Stürmer? Ja, Tore gibt es immer wieder Selbstvertrauen. Und ja, das ist schon lange hier, das ist schon lange her, das letzte Tor, ich glaube, in die Liga, oder? Und ja, jetzt müssen wir wieder aufbauen. War ich lange verletzt und ich glaube, jetzt, wenn ich wieder fit bin, und, kommen die Tore auch wieder automatisch an. Mhm. In der nächsten Runde lieber noch mal einen kleinen, schlagbaren Gegner oder so einen grossen wie FC Basel, FC Zürich oder so etwas? Ich glaube, jeder Gegner ist schlagbar. Und ich denke nicht viel darauf. Und egal wer kommt, wir wollen immer auf einen Sieg spielen.